Jo, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Fate of Say. Ich bin Kulle341 und wir machen mal da weiter, wo wir aufgehört haben, ne? Würde ich meinen. Das heißt, wir trinken einen Bienennektar? Ja, das ist gut. Hoffe ich. Komm her, du widerspenstiges Etwas. Okay. Dich traktiere ich zuerst. Oh, natürlich, ihr müsst beide noch angreifen. Okay, aber interessante Gegnergruppe. Gut. Level up. Neue Fähigkeit. Immer noch die Feuerfaust. Da ist noch ein Gegner, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich werde es erstmal dabei sein lassen und jetzt erstmal hier unseren Freund hier, den... Eine Katze? Miau. Miau. Ist irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Ja, ich kann sprechen. Gestatten, Harry Maus, Meister des schlechten Wortwitzes. Kannst du kämpfen? Jo, ein bisschen kannst du mal hier wählen und schlechte Wortwitze reißen. Wenn du nichts zu tun hast, können wir ja nochmal schnell mal etwas aus meinem Mietshaus holen. Ja, da fühlen wir uns auch gleich richtig geil. Harry Mautz hat sich deinem Team angeschlossen. So, da die Katze jetzt endlich weg ist, können wir hier uns heilen. Das Heilen der Kristalle ist auf einmal pro Kristall beschränkt. Heilen. Und gleich speichern. Zur Sicherheit. Okay. Achso, Harry Mautz. Ich wollte ja mal dein Equipment über. Na gut, ist klar. Ich wollte mir ja, gut, es ist klar. Ich habe es schon verstanden hier, Remote. Du magst mich nicht. 30. Okay, ihr kriegt damit einen Kampf. Hier ist das Bienchen. Ah, drei Bienchen ist gut. Gib mir eine Feuerfaust und einen Angriff. Okay. Der sieht schnieke aus, unser kleiner Freund. Oh ja, er hat ja keinen Angriff. Er macht nur Schaden. Ja gut, was habe ich anderes erwartet? Ja gut, fokust mich. Ihr habt da nur eine unnötige Katze vor dir, ne? Naja, gib mir den Schaden. Schlag doch lieber Herimauts. Der kann wenigstens nichts. Ist. Der gerade nicht. Ach, es waren 600 und nicht 60 Leben. Ich dachte schon. Level up. So, eine Level up der Katze ist wie bekanntermaßen eine gute Katze und kann immer noch nichts. Doch, Pfotenfeuer. Perfekt für die Hitze des Gefechts. Ja, das. Ja, ganz genau. Genau, ich. Ja, eindeutig. Eindeutig, ja. Ja, das ist wohl so. Genau. Laufen wir mal hier so am Rand vorbei. Nicht, dass wir noch irgendwas verpassen. Ich gehe mal davon aus, an dem Gebiet hat er nicht viel verändert. Ich war da habe ich auch was probiert. Okay. Müsste mit dem Gebiet fertig sein. Speichern wir nochmal und gehen weiter in ein neues Gebiet voller Spaß. Wo bin ich? Ach, da oben! Oh. Das da unten sind Pilze, die machen mir gerade ein bisschen Angst. Gut, ihr Bienchen, ihr werdet. Das will ich jetzt auch mal sehen. Du greifst mal ein anderes Bienchen an, falls du Schaden machen solltest. Und du machst Schaden. Das ist schön. Okay. Und du setzt mal wieder dein Pfotenfeuer ein.
Wenigstens besser als nichts. Dem sein Shell. Dem sein Blick, ich komme auf den hier irgendwie nicht klar. Status wollte ich mal gucken. Hat Stärke 70. Neue Fähigkeit? Nein. Hier oben bin ich. Zwei Kochpotions und eine Bienenschneck da. Das ist aber schön. Ist hier oben auch irgendwie was? Da ist irgendwas extremst wibbly wobbly. Ich weiß nicht, was das ist. Das verwirrt mich jetzt. Annehmen, dass es nichts ist, will ich auch mal nicht. Aber okay, ich muss weiter. Ich hab vergessen. Er macht ja keinen Schaden, wenn er nicht Fähigkeiten einsetzt. Okay, aber hier, Pfotenfeuer machen wir auf den da. Herimoz ist offiziell unnötig geworden, indem er mit seiner einzigen Fähigkeit keinen Schaden gemacht hat. Okay. Pfotenfeuer funktioniert auf Schwertschleim nicht. Das ist gut zu wissen. Am Arsch. Herimoz, du bist echt zu nichts zu gebrauchen, irgendwie. Oh, Crit. Das ist schön. Drei Kupferschwerter, wer hätte es anders erwartet? Ich will jetzt mal wissen. Komm mal. Danke. Oh, nur einer. Das ist schön. Oh, das war ein schöner Kampf. Und jetzt krittet er. Ach, Helmut hat wieder ein Level up. Ich hab da ja ganz schön was verpasst. Bar Mitzwa. Nur fortgeschrittene Katzen wurden in diese Technik eingeweiht. Mhm. Aha. Wäre auch schön, wenn ich wüsste, was mir das bringt alles. Eremauts. Ja, Stärke und so nimmt zu, aber trotzdem macht er keinen Schaden, weil er keine verdammte Waffe hat. Also ist das Monster. Frostpilz. Mhm. Dem Frostpilz wohl. Was? Also Herimaut, ich nehme so alles so ein bisschen zurück mit dem... mit der Behauptung, dass du nichts bringst. Was? Pilze setzen... Wieso? Wieso haben diese Pilze gerade einen einzigen Pilz geheilt? Was habt ihr jetzt davon? Ja, da muss man wohl mal die Feuerfaust wieder ran. Jo. Gibt's denn? Große Koch. Okay. Ich wusste nicht, dass Pilze so gut sind. Ja, komm mal her. Ich hab dich nicht übersehen. Ach, der hat eine neue Fähigkeit, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Heuer ho. Kampfgeist. Scheint irgendein Buff, so wie ich das sehe. 100 SP ist ganz schön viel. Ich setze mal mit dem hier noch eine Bar Mitzwa ein und dann... müssen wir gucken, dass wir hier mit unseren Feuerfäusten so um die Runden kommen. Feuerfaust, du kannst eh nichts anderes machen außer angreifen und nichts geschissen bekommen. Warum können Pilze das? Warum gibt es Pilze überhaupt? Ne?
99. Verdammte SP. Da, 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 da. Ich habe wieder ein Level-Up bei Herimods gesehen. Ja, ich brauche ja gar nicht bei hier Dings gucken. Nichts Neues. Du hast teuer. Oh, oh. Kampfgeist. Okay, hier ist noch ein Bienchen. Das kann ich wenigstens angreifen. Ganz normal, ohne SP zu verschwinden. Oh, Crit. Der Part geht auch schon wieder 10 Minuten, verdammt. Oh, noch ein Crit. Ey, say, geh mir mal hier nicht ab, ne? Wenigstens hat er einigermaßen gut viel Leben. Der Schaden, den er austeilt, geht und der, den er einsteckt, geht eigentlich auch. Also Say hat jetzt erstmal für kurze Zeit keine Probleme in diesem Gebiet. Das ist gut. Und er kriegt ein Level-Up. Neue Fähigkeit? Nein. Status? Sieht doch gut aus. Okay, zwei Wege. Mich beängstigt immer noch, was das hier oben ist. Was ist das? Warte mal. Die habe ich schon geöffnet, sag doch, das wäre die zu. Das ist irgendwas, aber ich weiß nicht, was es ist. Da kann ich vielleicht irgendwelche Items einsetzen? Nein. Oh, ich habe schon 18 Kupferschwerter, ey. Schwärzer. Kupferschwärzer. Gehen wir mal nach rechts. Oh, eine große Truhe. Diese Kiste existiert nur im harten Mode. Sie ist eine kleine Hilfe. Es wird noch andere geben. Zwei große Kochpotionen zu halten, okay. Okay, rote Kisten sind nur für mich. Hier sind, das ist ein Schwertschleim. Da war ein Pilz. Wunderbar. Den da will ich. Du gibst mir mal hier dem Same mal ein paar Feuerfäustchen. Okay, mach die instant kaputt. Da Barmiet zwar die nicht instant kaputt macht, muss ich wohl auf mein Feuerfäustchen hoffen. Alter, das war mal ein schön krass geiler Lag, den ich hier hatte. Ne. Was? Kampfgeist geht. Was? Okay, ich hab nichts gesagt. Ist anscheinend doch kein Buff. Muss ich mal irgendwann machen, wenn ich. Ich will's nicht machen, ohne dass ich weiß, was es bringt. Vor allen Dingen. Scheint, wenn es 100 SP kostet, ordentlich Damage drücken zu sollen. Oder es gibt zumindest einen Statuseffekt für den Gegner oder sowas. Ein krass geiles Gift. Habe ich hier ein Level-Up? Oh, innere Flauschigkeit. Sei die Mieze. Auch so ein seltsames Symbol. Ich dachte schon, ich bin schon wieder in so einen scheiß Pit reingerannt. Euch wollte ich haben. Kupferschwert. Euch Bienchen möchte ich auch mal haben. Weil euch kann ich wenigstens so verprügeln mit Schwert und Schild. Ich merke gerade, Herimaus ist ja kurz vorm Krepieren. Hat ja nur noch 123 Leben. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Jetzt hat er nur noch 79. Ach, das überlebt das. Okay, jetzt werde ich mir nicht mehr so sicher, ob er überlebt. Wir müssen dieses Bienchen ausrotten, bevor es Eier legt. Also, die Musik ist schon mal geil gewählt, diese drei Tracks, die ich gehört habe. Nicht auf jeden Fall schon mal geil. Schon mal super geil. Ich gebe dir mal eine große Kochpotion.
Du scheinst... Sei scheint viel zu vertragen. Ich geb dir mal... Hier krass geilen Bienennektar. Jetzt hab ich fast gar keinen Bienennektar mehr, verdammt. Das ist für die scheiß Pilze gut. Oh, ich merke gerade. Ich bin schon wieder über die Zeit. Oh, gut. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Fate of Say. Bis dahin. Ciao.